Anni, schreib deine Freundin dir. Ich liege zu Hause, gefesselt am Bett. Da schreibst du zurück. Ja, gute Besserung. Also ich fessel mich jetzt bis zum 28. Mai an meiner Couch fest. Alter, wird das nochmal spannend in der Bundesliga, gerade für Dortmund-Fans. Aber mit Ausschlaggefahr. Ne? Hast jetzt letztes Wochenende auf der Couch gesessen, schön Schalke-Trikot an. Und für was? Danke für nix. Das Gute war, das Schalke-Trikot, das konntest du direkt anlassen als Glücksbringer für den ESC. Und jetzt quetschst du dich, ne, am Samstag in so ein Red Bull Leipzig-Trikot. Knallst dir 12 Dosen Red Bull rein, frisst 3 Currywürste, wenn du da einmal aufstößt, direkt Leipziger allerlei. Hilft aber nichts, nur ein RB-Sieg hilft. Also ein Leipziger Dreierlei. Patrick! Denk dran, gibst du deinem Köter Red Bull in den Napf, ne? Dann ist es ein Wachhund. Christian, ne? Du hattest gestern auch wieder ein paar Wodka Bull zu viel. Gestern noch, guck mal, Trainer, Red Bull verleiht Flügel. Und heute merkst du, Wodka hat Allradantrieb. Und jetzt hör auf, da rumzukrabbeln. Falls das mit der Meisterschale in Dortmund klappt, ne? Nach 11 Jahren, hat Niklas Süle gesagt, ich habe am 28. Mai nichts vor, feiern wir doch auf Malle. Im Bierkönig. Ich sag mal so, betritt Godzilla die Insel, kannst schon mal ein Extra-Fässchen anschließen. Ja, und singen muss der Süle im Bierkönig auch. Ich hab ne Meisterschale in meiner Sporttasche und mein Team, wenn ich nicht aufpasse, klaut mir die Schale aus meiner Sporttasche einfach eben weg. Ja, BVB-Fans, dankt mir später. Ist aber wirklich passiert, ne? Der TSV Sasel, Oberligameister geworden in Hamburg. Fliegen nach Malle, Meisterschaftsfeier, nimm die Meisterschale mit, haben sie da verloren. 200 Euro Finderlohn aus der Kasse, komischerweise gar nicht mehr aufgetaucht, bitter. Das kann meinen Jungs, Stefan, meinen Jungs nicht passieren. Fliegen wir nach Malle, ist das Einzige, was wir verlieren, Geldbeutel, Schlüssel und Muttersprache. Ne, Stefan, Mäuse trinken auch nur keinen Alkohol, weil sie Angst haben vor dem Kater. Wow. Ja, in der zweiten Liga wird es auch spannend. Ne? Darmstadt 98 hat, glaube ich, keinen Bock aufzusteigen. Das 98 in Darmstadt steht für 98% Aufstiegsgarantie. Ein Punkt aus 2 Spielen. Ey, da hoffe ich aber am Ende, dass aus den Lilien keine Trauerweiden werden. Ne? Und beim HSV geht schon wieder die Angst um. Das P in den Augen steht für Relegation. Da sind ja noch einige im Topf. Ne? Schalke, Bochum, Stuttgart, Hoffenheim. Ich mache mal ein Szenario auf. Relegation, HSV, Hoffenheim. HSV geht hoch. Hoffenheim runter. Fühlt sich gut an. Aber jetzt kommt's. Die längste je bekannte Geschichte, die je geschrieben wurde, kommt aus der griechischen Mythologie. Und zwar von Hermes. Da ging es um so eine Zustellung. Und das war die längste Geschichte, die jemals bekannt war. Bis der HSV in die zweite Liga abgestiegen ist. Und jetzt ist der HSV auf den Spuren von Hermes. Für alle Teams gilt jetzt im Endspurt Spannung halten, fokussiert sein, konzentriert sein. Sei kein Waldorfschüler, ne? Der in eine Disco geht und guckt, ob die Leute auf der Tanzfläche Grammatikfehler machen. Stefan, hörst du hier auf dem Platz nicht auf zu rauchen, ne? Dann steht dein nächster Einsatz aber auf der Kippe. Nach Vatertag kommt Katertag, ne? Meine Jungs, die können hier auf dem Platz können die gar nichts, ne? An der Tasse sind die Profis. Der Bollerwagen ist schon bereit. Fässchen frisch gezapftes Pilz mit so einer geilen Schaumkrone. Banner endlich Frühling überall dulden. Das können die, ey. Mein Hermann ist letztes Jahr am Katertag, also nach Vatertag, aus dem Lidl geflogen. Konnte er gar nichts für. Echten Hunger gehabt. Ne? Und dann stand er an dieser Teilchentheke, wo du so Berliner mit der Zange rausholen kannst. Ne? Da konnte er gar nichts für. Da hat die sich von Lidl verschrieben. Stand auf dem Schild: Entnahme nur mit Zunge. Und das lässt sich mein Hermann mit 8 Atür auf dem Helm natürlich nicht zweimal sagen, ne? Kevin! Boah, der ist so hohl. Beim Angeln lockt er jetzt die Fische immer an mit so einem Cola-Fanta-Mix, weil dann ist er spezifischer. Alter. Sag mal, halt doch. Lauf weiter, Stefan, ist nicht so schlimm. Ja, der tut nichts. Ah, das hat er noch nie gemacht. Patrick, denk dran, gibst du deinem Wachhund Red Bull in den Napf, ne? Nee. Ich hab ne Meisterschale in meiner Sporttasche und mein Team, wenn ich nicht aufpasse, klaut mir die Schale
aus meiner Sport. Nee, nochmal. Aus Gläsern. Frisch gezapftes Pilz mit so einer geilen Show. Mit so einer Show, ja. Entnahme nur mit Zunge. Nach Katertag kommt Vatertag. Genau, so ist es. Nach Katertag kommt Vatertag. Ende.